Ja, hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Folge von Project Hospital. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir bauen immer noch die Chirurgie in der Kampagne 4. Das heißt, wir sollen das Krankenhaus ins Plus bekommen. Von daher bauen wir da ein bisschen vorsichtiger. Jetzt mal wieder ins eigentliche Spiel, denn wir müssen auch ein paar Euro machen. So. Ja, wenn ihr schon was geschrieben habt zum Musik, zum Mauszeiger, zum Spielstil, zum Mikrofon, irgendwas in den letzten Folgen, dann tut es mir leid, wenn ich noch nicht drauf eingegangen bin, denn ich nehme ein paar Folgen jetzt davor auf, denn ich habe richtig Lust an dem Spiel und ich hoffe ihr auch, dann bleibt einfach dabei. Ein bisschen Musik ist jetzt da, das ist wahrscheinlich nicht im Spiel, wenn es rauskommt, kann natürlich sein, dass es bis dahin dann auch Musik im Spiel hinterlegt ist. Es wären halt nur die Töne, von daher habe ich ein bisschen ruhigere Musik im Hintergrund. Ich hoffe, sie stört nicht. So, wir machen hier weiter. Ja, wir kommen auch langsam zu Geld. Wir haben 26 Personen geheilt oder... Na, geheilt sind sie ja noch nicht, aber zumindest behandelt, ne? Wir werden dann oft zu Hause erst gesund mit den richtigen Arzneimitteln und Gips etc. Würde auch gerne mal, das machen wir mal hier direkt, hier auch gerne mal eine Trage hinstellen, gerade hier am Anfang. Auch drehen. So. Und wie schreiben? Wahrscheinlich muss hier hinten der Griff frei bleiben. Okay, jetzt können wir weitermachen. Dann haben wir hier so ein paar Tragen stehen, dann könnt ihr die direkt nutzen. Denn umso kürzer sind die Wege, denn ihr bringt immer die Trage da wieder hin, wo sie auch hergeholt haben. So, jetzt mal schauen. Geht eine Pause. Ausruhen. Soll ihr gegönnt sein. So. Auch noch jemand? Was ist denn hier los? Okay. Und ein Boston-Korsett. Dann machen wir das doch da rein. Oder wird noch komplett im Trüben gefischt. Da sind 8 mögliche Diagnosen. Das ist natürlich ein bisschen was, ne? Werden wir auch noch nicht so viel machen können. Haben wir denn für die Dame genügend? Ja, wir haben hier diese. Ah, jetzt haben wir die Sonographie, okay. Sind auch jetzt 2 weniger. Entweder Handgelenk oder Karpaltunnelsyndrom, okay. Ja, wenn einer Zuschauer, der zufällig Arzt ist oder aus der Gesundheitsbranche kommt und ich mache was ganz falsch ausspreche, was mit Sicherheit sein wird, dann tut es mir wirklich leid. Zack, war das T-Shirt weg. So, jetzt kriegt ihr nicht mit der Sonographie. Genau, das passiert hier hinten. Dann hoffe ich, dass man da mehr weiß. Ja. Sehr schön. Und das hatte auch Schmerzen. So, das haben wir auch schon mal gut behandelt, denke ich.
ihr los. Genau, die bekommt ihr Korsett dann gleich. Ja, 29 Gehalt, 3400 haben wir. Das heißt, wir können eigentlich wieder ein Stück hochgehen. Wir können hier weitermachen. Was müssen wir hier noch machen? Mal schauen. So, und zwar müssen wir hier noch die Allgemeinstation. Die würde ich jetzt auch fertig nehmen. Die passt bestimmt hier hinten ganz gut hin. Die Allgemeinstation. Das heißt, einmal hier drauf. Man hat hier wirklich so viele Möglichkeiten einzustellen. Sind in der Chirurgie und nehmen da die Allgemeinstation. Diagnostik. Allgemeinstation. Ja, ich würde jetzt kein Einzelzimmer nehmen wollen. Genau, so sind wir genau gegenüber von Schwesterzimmer. Und hier packen wir dann die Überwachungsstation. Das ist wieder ein Einzelzimmer und hier ist die. Oh nein. Schade. Das wäre schön gewesen. Aber vielleicht brauchen wir davon auch nicht so viel, dass wir hier einfach sagen, wir nehmen hier zwei von denen. Was kosten die uns denn? Hier 5 und das kostet uns 13. Nehmen wir zwei davon. Oder nicht zwei davon, denn wir haben wieder kein Geld. Das wir lassen weiterlaufen erstmal. Aber es gefällt mir schon mal. Und ich glaube, die Überwachungsstation separat zu machen, direkt gegenüber vom Arzt, ist schon ganz okay. Das heißt, wir werden hier hinten die Operationssäle hinbauen. Oder den Saal erstmal natürlich nur. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Ich freue mich. So ist es. So, 7 Minuten, 9 bisschen die Zeit im Auge behalten. Ich denke mal, das wird ganz gut klappen. Jetzt wirklich den zweiten Monitor auf Hochkant gemacht. Ah, das kann ich schön hochstellen. Also das Mikrofon ist auch nicht so sehr im Weg. Sehr schön. Ja, gleich noch die Folge für 18 Uhr hochladen. Das heißt, das ist jetzt die Folge für 11 Uhr, ja, für 1 Uhr am Sonntag. Ja, muss ich jetzt einspielen. Aber so ein Let's Play wird auf jeden Fall, ich denke mal, wenn ihr es nicht ganz zerreißt, wird es auf jeden Fall ein längeres Let's Play werden. Sobald wir unser eigenes Krankenhaus haben, da werden wir natürlich ganz klein anfangen und schnellstmöglich das, was gebraucht wird, dazu packen. So, in das Labor arbeitet auch ganz gut. Hier haben wir jemanden in der Überwachungsstation. Oh, das hat, der hat auch noch einiges, ne? Geht's denn hin zum Röntgen vom Kopf, okay? Sehr schön. Also für ihn nicht, aber für uns auf jeden Fall erstmal. Wir können mal hier die Gelder anschauen. Das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Dafür, dass Röntgen und ja, die Intensivstation, die kostet auch erstmal nur, aber Röntgen ist halt eher so, ja, wir kontrollieren nochmal nach. Das ist ja nichts, wo man dann Geld mit verdient, sondern erst durch Röntgen können wir halt in der Notaufnahme, in der Orthopädie dann dementsprechend auch unsere Diagnosen stellen. Und dann sind die 13.000 schon mal recht ordentlich, finde ich. Mir auch schön dargestellt hier, finde ich, dass man halt das hier, wie viel Personal wir haben. Ja. Patientenüberwachung 4, 38 sitzen, 33 behandelt, unbehandelt, falsche Diagnose, tote Patienten zum Glück, und ich hoffe, die bleibt auch bei 0. Falsche Diagnose. Bei diesem Krankenhaus, glaube ich, wird es nicht passieren, aber es kann uns auch passieren, wenn wir noch nicht die richtigen Geräte haben. Und dann wird es uns, glaube ich, auch nur passieren, wenn wir selber eingreifen. Ja, da bin ich gespannt, ob das so beibleibt. Hier haben wir die Abteilungen für sich.
kann ich sagen. Abteilung schließen. Noch gar nicht auf. Kardiologie, Neurologie. Ich kann mir auch vorstellen, dass da irgendwann noch mehr Spezialisierung kommen wird. Ich hoffe, dass wir auch mehr Platz als in der Beta, also was man so gesehen hat, bekommt zum Bauen. Klar, am Anfang wird es erstmal riesig dann sein, aber ja, es kann halt sehr groß werden. Ja, Notaufnahme, da haben wir 7 Betten. Hier haben wir 3 Betten, 4 Betten schon mal in der Chirurgie, aber... Eigentlich können wir die noch schließen, denn da ist ja noch nichts, ne, in der Chirurgie. So, dann haben wir hier das auch. Das läuft ganz gut. Das heißt, die schicken noch 100%. Ja, es sind 33 Leute. Das heißt, sie sind eigentlich alle behandelt, die jetzt hier unten so rumliegen. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier oben noch haben. Wir haben da schon mal eine. Zwei. Das ist drei. Drei bleiben über Nacht. Ich würde auch vorschlagen, wir spulen vorhin. Haben wir zum Glück im IC kein. ITC. Intensiv Center. Da würde ich sagen, wir spulen jetzt mal schneller. Damit wir mal schauen, was am nächsten Tag kommt. 33. Es freut mich auf jeden Fall, dass wir so viele behandelt haben. Und ab 20 Uhr können wir richtig schnell spulen. Das ist dann hier unten die Uhr. Na, da. Nacht überspringen. Hm. 20 Uhr, jetzt können wir über die Nacht überspringen. Es läuft dann nochmal schneller. Nachts könnte man natürlich jetzt auch noch ein bisschen was machen. Wir sind jetzt minus 14.000. Das ist natürlich durch die ganzen Personalkosten dazugekommen. Das wären uns, glaube ich, unsere 3 oder 4 Leute, die hier nächtigen, nicht einbringen. Aber am Tag geht es ja wieder los. Die Orthopädie bringt um die 13.000. Und Patient ist wieder auf 0 gestellt. Und dann ab 7 Uhr geht's los. Ah, 6 Uhr. Und 7 Uhr, da ist es doch. So, jetzt würde ich auch auf normal wieder gehen. Wir sind bei minus 22.000, okay. Kann man machen. So, mal schauen, wir haben hier Budget. Gestern. Ja, durchs Bauen, ne? Das ist natürlich heute. Tag 1. So, die Patienten werden dann hoffentlich auch gleich nach Hause geschickt, die 3. Was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Armgips für 500, okay. Wir haben hier was am Knie für 028. Wir haben hier auch was am Knie für 700, okay. Das sind schon unterschiedliche Preise. Er hat Hunger. So, die Frühschicht kommt. So, jetzt heißt es 22.000 wieder einnehmen, ne? Das heißt, heute wird mit Sicherheit, ich werde jetzt mal vorspulen, wir werden nämlich heute mit Sicherheit nichts ausgeben können.
So, Krankenhaus hat nun geöffnet. Gehe zu. Falsche Diagnose, okay. Dann müssen wir nochmal. Mal abhören. Okay. Da haben wir nämlich auch schon die falsche Diagnose. Also können doch die Ärzte falsche Diagnosen stellen. Okay. So, jetzt fühlt sich auch das Wartezimmer. So. Schon einiges hier, ne? Bluttransfusion, alles bekommt da, okay. Auch ein Verband schon. Keine eindeutige Diagnose. Wo ist er denn? Was ist der, ne? Also. Ja, das heißt, wir haben kein MRT. Hm. Und wenn wir den an. Ah, an die Orthopädie. Der ist ja da schon richtig, ne? Geröntgen wurde er schon. Sonographie hat er schon, okay. Schickt ihr ins andere Krankenhaus, das nützt ja nichts, ne? Okay. Das heißt, wir schicken ja nicht nach Hause den Herrn König, sondern schicken ihn nur in ein anderes Krankenhaus. Mit einer anderen Fachspezialisierung. Ja, das wird. Kommt ja auch im Real Life vor, so ist es ja nicht, ne? Ich hoffe, der hat heute nicht so lange hier gewartet. So, 12.000 haben wir. Komplizierte Diagnose, okay. Die ist noch, diese Elisabeth Lopez ist noch nicht so gut, aber die hat 4 Sterne eigentlich, ne? Und ist die Chefärztin sogar. Hm. Na dann. So, was können wir noch machen? Komm, ich würde mal abhören. Temperatur messen. Oder das alles mal testen, so. Okay. So, da ist es doch schon, zack. Zwei nach Hause geschickt. Das nützt ja nichts, ne? 12.000. 28 sind schon behandelt. Okay. Ach stimmt, wir haben ja auch noch jedes Mal den Kredit, fällt mir gerade ein. Okay, das sind die Zinsen, das geht eigentlich. Die 1.200. Der fährt los. Überwachte Patientin kollabiert. Das Krankenhaus schließt.
Hat trotzdem noch eingebracht hier. Das heißt, ab zum Röntgen. Ja, wir sind schon wieder bei minus 24.000. Ja, so werden wir keinen Plus machen. Müssen wir mal gucken. So, die wir putzen die Räume. So, wie viel haben wir denn? Über Nacht hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schon mal schönere Anzahl. 6. Ich hoffe, es ist niemand hier. Intensivstation. Also hoffe ich natürlich wirtschaftlich schon. Budget. Das ist gestern auch so. Noch nach unten. Alter, ist losgefahren. Solitär da gespielt. So, da ist er. Hat er da. Können wir mal beobachten hier ein bisschen, was wir mit dem machen. Das ist ja schon alles, was wir hier unten machen. Das ist schon ganz okay. Und es ist halt über Nacht, ne? Also wir bekommen 3.300 dafür. Ab ins Bett. Okay. Wo geht das hin? Ah, Bluttransfusion. Ist halt dann gut, dass wir Ärzte auch nachts haben, ne? Einmal Röntgen. Der unteren Gliedmaße. Noch eine OP anstehen, ja. Da wird noch eine OP anstehen. Das heißt, wir können mal hier schauen, dass. Ja, die sind natürlich jetzt alle morgens da wieder, ne? Schläft da. 32.000 haben wir. Da hinten haben wir. Jetzt kommt ein bisschen Geld rein. Sehr schön. Wir sind immer noch bei minus 27.000. So, jetzt wird hier ein bisschen geschaut. Müssen sie gleich alle operiert werden, oder? Die beiden zumindest. Hier ist es dann halt. Ja, auch 3-3 für eine OP, ne? Da wird auch jemand operiert. So, 3 OPs haben wir zumindest schon mal. Die nächste reingefahren, oder? Ne. Die ist hier jetzt, ne? So, wir gehen auf die 20.000 zu. Wir sind aber auch schon wieder am Mittag.
Ja. Natürlich auch immer abhängig, was für Patienten da sind und was für Krankheiten sie haben, natürlich, ne? Die drei hier unten, finde ich, machen das eigentlich ganz gut. Da braucht man gar nicht mehr. Was wir mehr bräuchten, wäre wirklich Chirurgie, die komplett noch. Und wir müssten noch eigentlich hier oben noch einen Dings reinsetzen. MRT. Kostet denn so ein MRT? Ich glaube, die waren nicht günstig, ne? MRT. Ja, 34.000 kostet das nochmal. Sieht dann ungefähr so aus. Ich kann natürlich hier auch die Tür zumachen. Das wäre gar nicht verkehrt. Dann könnten wir die Tür eigentlich nach da oben setzen. Das mit der Tür. Wir nehmen die Tür. Tür, habe ich gesagt. Tür und versetzen die einfach. Also, okay. Kommt halt hier eine neue Tür rein. Geht nicht. Wahrscheinlich wegen der Anlage da. Anlage einfach weg, würde ich sagen. Okay. So, dann können wir wieder die Tür versuchen. Zack. Ach, wir haben kein Geld. Haha. Daran liegt es eher. Wir werden jetzt doch einmal noch den Kredit aufnehmen. So, packen jetzt die Tür hier rein. Sehr schön. Ich würde auch sagen, wir. Ja, es nützt nichts, ne? Wir werden den MRT holen müssen. Den. Haben wir hier drauf. Hier drauf. So, dann können wir hier noch einen einstellen. Wer ist denn ganz gut? Komm. So. Was können wir nicht einstellen? Okay. Das heißt, wir haben jetzt ein MRT. Erstmal nicht verkehrt. Mal hier noch einmal optimieren, indem wir sagen, ist alles Wartebereich. Zack, zack. Das ist schon wieder Minus. Und nicht wenig. Okay, das heißt, er wartet dahin. Finde ich jetzt nicht so schlimm. So. Ah, wir haben den MRT erstmal gebaut. Das heißt, wir können viele Diagnosen jetzt wieder stellen. Krankenhaus schließt. Was haben wir denn an? So, wir haben auf 1. Gerne mal wissen, was wir jetzt hier alles behandelt haben. Der ist jetzt schon operiert. Passiert.
Das heißt, er kann auch zum MRT sonst. Ja, ist schon ganz okay, dass wir jetzt einen MRT haben. Ich weiß nicht, ob die Intensivstation, ob wir die nicht besser schließen. Mal gucken, wie sieht das denn hier aus? Brauchen es auch blöd, ne? Dann bringt es halt uns auch Geld ein. Wir lassen es mal so durchlaufen jetzt. Ja. Wir haben jetzt Nacht. Oben schlafen 3. Hier unten sind es 3. 2. Okay. Ist gehangen. Jetzt sind wir 42.000 minus. Ich hoffe, dass wir es hinbekommen, denn wir müssen ja auch eigentlich die Auflagen hier erfüllen. Eigentlich würde ich sagen, wir bauen jetzt mal, es nützt nichts. Wollen wir noch mehr ins Minus gehen? So, das können wir nochmal aufnehmen. Und dann bauen wir jetzt die Chirurgie, dann kriegen wir, glaube ich, auch mehr Patienten. Das heißt, wir bauen hier weiter. An der Chirurgie. Und wir brauchen jetzt Intensivstation nicht und die Chirurgie hier. Genau. So, das heißt hier Chirurgie. Hier los. Ist doch alles Chirurgie, oder? Chirurgie. Achso, ja, weil ich sie geschlossen habe wahrscheinlich, ne? Hier unten gucken. Okay. Chirurgie, so, zack. Ja, sieht doch besser aus. Schon einen kleinen Schock bekommen. Überwachungsstation bauen wir als nächstes. Da machen wir jetzt 2 Räume nur rein. Überwachung. Ja. Und dann Schwester, Diagnose, Überwachung. In die beiden Räume, die wir da reinbauen. Okay. Was brauchen wir noch? Operationssaal, ja, das ist wichtig. Oh, was heißt, wir brauchen hier bauen? Operation. Überwachung. Operation, da haben wir hier eigentlich alles sehr schön drin. Habe ich hier eine Ecke nicht genutzt. Okay. Okay, dann haben wir, glaube ich, alles. Genau, jetzt kommen nur noch Ärzte. Und da ist es jetzt wichtig, dass die halt auch diese Operateur, den Anästhesisten und sowas, dass wir das halt alles dementsprechend einstellen. Hier haben wir zum Beispiel einen Anästhesisten. Das, den hätten wir schon mal. Operateur, ja, sehr schön. Operateur würde ich auch gerne schon mal als Chefarzt einsetzen. So, dann haben wir hier nochmal allgemein, na, den würde ich gerne nehmen. So. Ach. Tagschicht setzen natürlich. Nein. Was ist denn die Tagschicht? Was soll ich noch? Auch hier in die Tagschicht müssen wir 3 Pflegerinnen und Pfleger. Und da muss eine. Ah, hier, das sieht gut aus. Das heißt, jetzt haben wir auch die OP-Pflege. Stationspflege und
Stationspflege. So, dann wechseln wir in die Nacht, ne? Also Personal Nachtschicht fehlt noch. Da brauchen wir einen Arzt. Ah, ist gut, wenn er sich auskennt damit. So. Und wir brauchen noch eine Stationspflege. So. Das heißt, jetzt haben wir die Station auf. Sehr schön. Korridor. Und hier komplett Korridor. Okay. Aufenthaltsraum, den Abstellraum nehmen wir noch. Wobei, einen Aufenthaltsraum machen wir lieber. Oder doch den Abstellraum hier rein. So, dann kommt hier eine Wand hin. Eine Wand. Eine Tür. Eine weiße Tür, da muss keiner rein. Jetzt so dritt, das sieht am besten aus. So, zack, zack, dann packen wir hier diese Wagen rein. Wird jetzt hier erstmal wirklich nur ein. Packen zwei rein, aber wir brauchen letztendlich nur einen. So, dann kriegt er hier noch dieses Regal rein. Hier kann er sich den Müll wegsortieren. Okay. Und die Hände waschen. Auch wichtig. Schön. Ja, dann packen wir hier noch Personal rein. Hier nur ein einstellen. Achso, wir sind Nacht. Nachtputzen ist besser, ja. Würde ich jetzt auch sagen, Nacht. So, komm, wir machen beides eins. So. So. Da bin ich mal gespannt, ob wir hier vernünftig operieren. So, wir beobachten. Wir haben jetzt 3000. Öffne Chirurgie im Krankenhaus. Siehst du auf. Wahrscheinlich dann morgen früh. Natürlich noch alles schöner machen mit Flurböden und eine Farbe und so wie es halt unten ist. Aber es kostet uns gerade alles Geld und wir müssen ja den Kontostand auf Null bekommen, der übrigens jetzt schon wieder Minus ist. Okay. Eins, zwei, drei. Oh, wir sind hier unten voll belegt, ne, fast. Zwei hier drüben und drüben sind wirklich fünf. Ja. Fährt auf jeden Fall auch gerade wieder weg. Der Rettungswagen, das heißt, da kommt auch wieder einer. Ich nicht so ganz verstehe. Warum wir hier unten bräuchten wir hier auch nur ein, oder? Arzt, Pflege, okay. Sag mal, wir sind ja hier bei Dings. Warum wir hier so viele haben? Hier drei. Würde ich gerne kündigen. Okay. Eins.
einfach ein bisschen aufräumen hier. Also wir haben einen Arzt, eine Schwester. Nachts würde ich jetzt auch nicht unbedingt so viele davon halt. Ja, drei auch. Da würde ich trotzdem nur einen nehmen. Dann hier für Ordnung sorgt, da ist ja auch so viele. Schauen wir mal ein bisschen hier entlasten. So. Auch hier, wir gucken jetzt mal das durch. Ja, rein theoretisch könnten wir die Nachtschicht auch noch so besetzen, dass man operiert. Dann halt mehr ist, ne? Das heißt, man setzt sie überall noch ein. Muss hat natürlich dann auch drei Ärzte. Ich glaube, so ist besser. Ein bisschen aufgeräumt hier. Prüfung der Sprache, okay. Oder. Das ist er, okay. Das er liegt stationär jetzt. Oder gibt es auch schon 4000 für? Der muss dann wahrscheinlich auch operiert werden, ja. Auf Intensivstation sehe ich gerade. Was auch gut ist, was sie gebaut haben. Und was auch gut ist, ist in die 42 Minuten. Oh, es tut mir sehr leid. Ich hoffe, das Video ist euch nicht zu lang. Ich werde es nicht teilen, ich werde es hochladen und wünsche euch dann einen wunderschönen Tag. Bis dahin, tschüss.